Genau, was ist das eine Ding, was so wichtig ist? Und wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, weil ja auch wir sich um einen Ort handeln, wäre es, an welchen Ort halten wir uns am liebsten auf? Nicht? Der eine hält sich ja gern einen Urlaubsort auf, der andere vielleicht eine Gastronomie und was weiß ich wo auf. Und wir schauen uns mal, wo der liebe David sich am liebsten aufgehalten hat. Aber ich werde, bevor ich aus dem Psalm 27 mehrere Verse lesen, anfangen mit dem allerletzten Vers, weil wir stehen ja immer noch am Anfang des Jahres und da laufen wir noch rein und wir überlegen uns ja immer hoffentlich, was für Ziele haben wir, was für eine Vision habe ich in meinem Leben, was hat Gott für mich. Und wir versuchen dann irgendwelche Dinge zu installieren und dann habe ich auch festgestellt, dass es Menschen gibt, die wollen gar keine Vision und Ziel machen, weil sie sagen, es bringt sowieso nichts. Ich habe es mal gemacht und dann sind sie nicht in Erfüllung gegangen und vielleicht gerade besonders im letzten Jahr. Und schauen wir mal, was auf uns drauf zukommt und gehen sozusagen irgendwie dann in das Jahr hinein. Aber ich fange mal mit dem letzten Vers an, da heißt es, hoffe auf den Herrn. Also wenn hier David sagt, hoffe auf den Herrn, dann kennt er auch Hoffnungslosigkeit. Ja, sonst brauche ich ja nicht sagen, hoffe. Ja, also kennt er den Moment und die Gefahr der Hoffnungslosigkeit. Sei stark. Manchmal sage ich das zu den Leuten, sei stark, dann sagen sie, ich bin ja stark. Aber wenn David sagt, sei stark, dann weiß er auch, dass es Zeiten gibt der Schwäche. Sonst brauche ich ja nicht sagen, sei stark. Ja, sei ermutigt. Ich schreibe das ganz oft, sei ermutigt. Dann sagen manche Leute, ich bin nicht ermutigt. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du entmutigt bist. Aber es gibt Zeiten, da ist die Gefahr, dass wir entmutigt werden. So, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Also wenn er sagt, sei mutig, dann kennt er auch die Zeiten, wo der Mut verschwindet, wo wir mutlos sind. Ja, und dann nochmal verstärkt, hoffe auf den Herrn. Und ich glaube, dass es immens wichtig ist, gerade auch jetzt in unserer Zeit und auch in diesen Tagen, wo wir ins neue Jahr gehen, einfach zu wissen, hey, sei mutig, sei stark. Wenn Dinge auch schiefgelaufen sind, tu es nochmal. Ja, das ist wie im Alltagsleben. Ja, ich habe ja, ich meine, einige wissen ja, dass ich was ganz Niederschwelliges erstmal. Ich habe ja so Sehneprobleme, ich sage es mal, gehabt. Und das habt ihr auch gemerkt, dann habe ich angefangen zu hinken. Logischerweise, man macht Ausweichschritte. Und als es besser wurde, bin ich wieder angefangen zu laufen, also zu joggen. Und dann bei uns im Haus haben wir schlechte Bedingungen, denn du musst, wenn du bei uns joggen willst, im ersten Berg hochlaufen. Also da gibt es kein Warm-up. Und ich laufe da hoch und dann habe ich festgestellt, dass mein Oberschenkel mir unglaublich Schwierigkeiten macht. Ja, leidet ein Glied, dann leiden mehrere Muskeln mit. Und jedes Mal, oft wenn ich gelaufen bin, dann kam so ein Schwächemoment rein in den Oberschenkel und bin noch mehr gehinkt. Das eine war gut, das andere wurde schlecht. Und ich dachte, das ist doch ein Käse, ja. Jetzt ist das eine gut und das andere kommt. Und habe mich riesig geärgert und stand vor der Frage, machst du weiter, machst du nicht weiter? Und man sagt ja, vor dem, was du Angst hast oder vor dem, wo du entmutigt bist, da musst du eigentlich wieder reingehen. Ja, also bin ich wieder reingegangen und gehe immer wieder rein, bis der Tag kommt, dass diese Sache in Ordnung ist. Und genauso ist es auch mit kleinen Kindern. Ja? Wenn kleine Kinder fallen, dann lässt du sie ja auch nicht liegen und du sagst, so, jetzt bleib liegen, jetzt bist du hingefallen, steh lieber nicht nochmal auf, sondern jedes Mal, ja, wir haben ja so ein kleines Kind öfters bei uns zu Hause, ja, wenn es hinpurzelt, dann stellst du es wieder hin und sagst, lauf weiter. Ja? Und man bringt ein Kind Laufen bei, indem es ständig hinfällt. Und bei uns Erwachsenen ist es genauso. Wir lernen zu laufen und wir lernen mutig zu sein, indem wir immer wieder aufstehen und weitergehen. So, deshalb hoff auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut, ja, und hoffe auf den Herrn. Und ich werde jetzt weiter ein paar Verse lesen aus dem Psalm 27, der sich ja erstmal ganz gut anhört, aber der es in sich hat. Man kann nicht alles heute Morgen daraus sagen, ich werde nur ein, zwei Verse nehmen. Aber man muss einfach wissen, David hat diesen Psalm nicht geschrieben, weil er auf dem Sofa lag
oder weil er in Corona war und in Corona ihn ausgebremst hat, er zu Hause gesessen ist und nicht wusste, was er tun sollte, sondern er hat es geschrieben in eine sehr bewegende Zeit. Ja, er hatte Feinde, es war ständig Kriegsschrei um ihn herum, er war ständig herausgefordert mit Menschen, die es nicht gut mit ihm meinten, ja, ständig in diesen Spannungsfeldern in Streit und Krieg zu sein. Und dann schreibt er diesen Psalm. Und Psalm 27 ist hier die Frage, ich habe es mal ganz, an welchen Ort hältst du dich am liebsten auf? Ich habe es noch hingeschrieben, wo wohnst du am liebsten? Was ist der Ort, wo du am allerliebsten bist? Und David, der im Leben stand, der König war, der ja auch Kriegsherr war, der wusste, was es heißt, im Leben zu sein, der wusste, was es heißt, herausgefordert zu sein, hat in allen seinen Umständen, ich meine, er war ja König, das heißt, er hat auch einen riesen Palast gehabt, hat seine Diener gehabt, dem ging es ja gut am Ende als König, aber eines Tages war in seinem Herzen, ich muss eine Entscheidung treffen in meinem Leben. Und wir müssen in unser Leben immer wieder Entscheidungen treffen. Immer wieder. Wir kommen nicht drum rum. Wenn wir Dinge laufen lassen und wir sagen, oh, schauen wir mal, dann schauen wir in 100 Jahren noch. Ja, sondern wir müssen uns daran gewöhnen, sollen uns daran gewöhnen, Dinge zu entscheiden. Und er hat sich Folgendes entschieden. Psalm 27, Vers 1, da sagt David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ja, über das Licht haben wir ja über Weihnachten sehr viel gesprochen. Der Herr ist mein Licht. Ja, ich sehe hell, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, ich dapp nicht im Dunkeln, sondern um mich herum ist es klar. Weil Gott ist mein Licht. Ja, und ich folge diesem Licht nach. Und er zeigt mir den Weg. Vor wem sollte ich mich fürchten? Ja, eines der größten Ängste auf dieser Erde ist Menschenfurcht. Menschenfurcht hoch drei. Ich kann das nicht, ich kann nicht vor Menschen reden, ich will das nicht. Und dahinter steckt ja dran, was denken die Leute über mich? Das ist immens wichtig zu wissen, was die Leute über mich denken. Ja, ich kann nicht auf der Straße reden, bedeutet auch, ich will nicht auf der Straße, weil ich Angst habe, was die Leute über mich denken, ja, und so weiter. Ja. Und er sagt, wenn Gott mein Licht ist, wenn er mein Heil ist, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Leben, ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen um mich herfallen, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen, guten Abend, Tit, meine Gegner, Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Also das ist schon eine krasse Aussage. Ja, selbst wenn Feinde um mich herum lagern, selbst wenn fremde Heere um mich herum lagern, selbst wenn ich weiß, sie könnten mich angreifen, ich fürchte mich nicht. Ja, also selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Und jetzt, auf diesen Vers werde ich nachher einen Fokus lesen. Eines habe ich von dem Herrn erbeten. Ich frage jetzt mal dich heute Morgen, wie viel Sache hast du vom Herrn gebeten? Er sagt, ich habe eins erbeten. Eins ist mein Fokus. Eins steht über alles, was ich mir schon wünsche. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Dort in seinem Heiligtum, denn er wird mich an dem Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen. Mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenes Haupt werde ich auf meine Feinden ringsherum um mich herabsehen. Immer in der Verbindung mit Vers 4. Ja?
Und ich will dort in seinem Heiligtum mit lauter Freude oder Jubel oder mit Dankbarkeit ihm bringen. Ich will dem Herrn preisen mit Musik und Gesang. Es dürfen heute leider nur so ein paar, vier, fünf Leute hier vorne, aber das könnt ihr auch zu Hause, das können wir auf der Straße machen, wo auch immer. Ja, preisen mit Musik und Gesang. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Und was sind die Worte von Gott an David? Und das sollten heute Morgen seine Worte auch an dich sein. Komm vor mein Angesicht. Such meine Nähe. Und jetzt, ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg dich nicht darum, nicht vor mir. Stoße mich deinen Diener, nicht in Zorn zurück. Denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlasse mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn mein Vater und meine Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Das ist eine krasse Aussage. Also selbst wenn meine Familie, sagt er hier, mich verlassen würde, selbst wenn mein Vater und meine Mutter, das geschieht ja heute ständig, ja, dass entweder Vater oder Mutter Kinder verlassen aufgrund von Spannungen in Familien, Ehescheidung und Trennungen. Ja, also er sagt, selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Hallo, du bist nicht allein. Du bist nicht einsam. Ja, ich werde auf dieser Erde nicht einsam sein. Und ich werde nicht alleine über diese Erde gehen, selbst wenn meine Familie gegen mich ist. Und wie viel Sorgen und Ängste liegen darin, was Familien über einen denken und sagen. Meine Mutter hat es auch gut gemeint, mein Vater hat es auch gut gemeint und so weiter und so fort. Ja. Und dann hat man Angst, ja, was werden sie denken und wie und so weiter und so fort. Aber David sagt, ich mache mein Leben, meine Beziehung zu Gott nicht davon abhängig, sondern Gott ist mit mir, er nimmt mich auf, er ist bei mir. Selbst den Vater muss ich verlassen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Lass mich deine Wege erkennen, Herr, und leite mich auf ebenen Bahnen. Tue es mit meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht den Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. Ja, vielleicht hast du es ja auch schon mal erlebt, was Menschen über dich sagen, was sie raushauen und du weißt genau, das hast du nie gesagt und hast du nie so gemeint und trotzdem wird es verkünden. Einfach rausgehauen. Aber David sagt, hey, Herr, du bist mein Weg. Du bahnst mir den Weg. Und egal, was die Menschen über mir sagen und wenn es noch so unrecht ist. Und doch, ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Und jetzt nochmal, hoffe auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut. Hoffe auf den Herrn. Das ist ein gewaltiger Psalm, den könnt ihr zu Hause mal lesen und könnt euch da euch Gedanken drüber machen oder wie man so schön sagt, meditieren, dass alles drinsteckt. Aber alles, was er sagt, er ist mein Schutz, er ist meine Burg, er ist meine Sicherheit. Ich habe keine Angst. Mir ist es egal, was die Leute über mir sagen. Auch wenn Familien Vater und Mutter mich verlassen, das kommt aufgrund einer Entscheidung, die er getroffen hat. Und mit dir gebetet hat, ja, das ist Vers 4. Eins habe ich von dem Herrn erbeten. Ja, und er wusste, es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich erbete jetzt, dass ich keine Feinde mehr habe. Ich erbete jetzt nicht, dass ich keine Probleme mehr habe. Er sagt hier nicht, ich erbete mir, was weiß ich, dass ich das noch alles kriege, was ich nicht habe, sondern er sagt, er fokussiert sich hier und sagt, eines vom Herrn erbete ich mir, und das ist mein tiefster Wunsch. Es gibt ja Menschen, die haben Wünsche, einmal nach Australien zu fliegen oder einmal irgendwo zu sein. Das ist ihr tiefster Wunsch. Sie sagen, bevor ich diese Erde verlasse, will ich das erlebt haben, will ich das erlebt haben und das erlebt habe.
Und David sagt, bevor ich diese Erde verlasse, habe ich einen Wunsch, und das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens. Also nicht nur jetzt am Anfang des neuen Jahres. Ja, jetzt habe ich mal einen Wunsch, wir sollen ja Ziele machen. Ich könnte ja mal mehr Bibel lesen, ich könnte mehr beten. Nein, er sagt, ich habe diesen Wunsch. Ja, und er sagt hier, wie viele Tage? Alle. Wie viele Tage? Alle Tage seines Lebens. Alle Tage seines Lebens. Nicht nur jetzt am Sonntag. Nicht nur, wenn mich der G12-Leiter fragt, was sind deine Ziele und deine Vision. Ja, und du weißt vielleicht, was er hören will. Sondern er sagt, alle Tage meines Lebens. Alle Tage meines Lebens. Im Hause des Herrn zu wohnen. Um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Dort in seiner Heiligtum. Ja, wir denken über vieles nach hier in diesem Leben und manchmal gehen unsere Gedanken durch oder wir fallen in irgendwelche Gedankengebäude. Aber er sagt, ich will denken. Als erstes, alle Tage meines Lebens will ich über ihn nachdenken. Und ich weiß nicht, ob das schon mal festgestellt, es gibt Menschen, die sich gar nicht entscheiden können. Können sie nicht entscheiden. Die warten immer auf bessere Optionen. Schöner, teurer, was auch immer, billiger und so weiter. Sie warten immer auf neue Optionen, bis es überhaupt keine Optionen mehr gibt. Ja, sie können sich nicht entscheiden und sie überlegen hin und her, soll ich das tun, soll ich nicht tun, soll ich nicht. Sie denken, vielleicht gibt es noch etwas Besseres. Und dann gibt es Menschen, die wissen genau, was sie wollen. Und David wusste genau, was er wollte. Er wusste es genau. Vielleicht auch von seiner Lebenserfahrung her geboren. Ja, und er wusste, ich werde nicht alle Menschen zu Freunde haben. Ich werde Feinde haben. Ich werde Menschen haben, die gegen mich gehen. Ich werde Menschen haben, die nicht über mich gut reden und so weiter und so fort. Und er hätte ja irgendeinen Ort nehmen können auf dieser Erde. Ja, er hat ja alle Möglichkeiten, alle Reichtümer dieser Erde, die als König konnte er sich leisten, aber er hatte einen Wunsch und er entschied sich dafür. Ich bitte um eins, lass mich wohnen im Hause des Herrn. Und ich erbitte den Herrn, das hatten wir am letzten Sonntag, habe ich schon mal, deshalb werde ich nicht ganz so lange darüber sprechen. Ich erbitte es von Herrn, er wusste es, aus der eigenen Kraft werde ich das nicht schaffen. Ich werde das nicht schaffen. Sonst brauche ich nicht jemand bitten, mir zu helfen. Ja? Ja, wenn dir eine, ich kann natürlich aus Freundlichkeit jemand die Tasche zu tragen, wenn sie überlastet ist, aber vielleicht wird sie schaffen, aber es gibt so Momente, wo du weißt, hey, wenn ich jetzt nicht helfe, dann es geht nicht weiter. Ja? Oder du weißt, da ist jemand krank, jemand kann nicht so gut laufen und er weiß, er ist auf Hilfe angewiesen. Und du sagst, hilf mir, hol mir diese Sachen. Ja? Und dann machst du Dinge, die vielleicht nicht immer so angenehm sind, ja? Aber du machst es dann. Ja, weil du weißt, der andere kann nicht, er braucht Hilfe. David wusste, er braucht Hilfe. Und wir brauchen Hilfe bei unserer Vision. Wir brauchen Hilfe bei unseren Zielen. Wir brauchen Hilfe bei so einer Aussage. Ja, ich will mehr beten. Ja, hatten wir letzten Sonntag ja schon mal. Ich will mehr die Bibel lesen. Ich will mehr verbindlicher sein im Reich Gottes. Ich will mehr Leidenschaft haben. Ich will mehr Gott dienen. Auch gerade in dieser Zeit. Ich will mich nicht zurückdrängen lassen. Ich will nicht mehr beleidigt sein. Ich will nicht mehr unfreundlich und so weiter und so weiter. Ja, und das sind ja alles wohl klingende Worte. Aber wir schaffen es nicht alleine. Das prophezei ich dir. Es kommt der Moment, da wirst du feststellen und vielleicht auch enttäuscht sein, weil du es eben nicht schaffst. Und deshalb sagt er hier, ich erbete es mir von dem Herrn. Ich gebe dir einen Tipp, erbete es vom Herrn. Ich sage, Jesus, ich entscheide mich heute Morgen. Ich möchte in diese Leidenschaft wieder hineinkommen. Ich möchte nicht, wir haben es auch in letzter Zeit uns betrachtet, ja, dass diese Zeit der Corona auch die Gefahr ist, der Trägheit. Man sagt schon was auch Faulheit. Anderes Wort. Ja, und wir fangen an, uns nicht mehr zu bewegen. Und ich weiß nicht, wie dich die Last dieser Welt überhaupt noch bewegt. Ja, vielleicht, weil wir ständig einseitig informiert werden.
Ja, du hörst ja nur ein Thema und du hörst ja Zahlen nur von einem Thema. Und das gibt's, Dennis hat es ja vorhin auch gesagt, es gibt so viel anderes Leid. Es hat mich sehr getroffen, als ich dieses Bild, du hast es, glaube ich, verschickt im Familienchat, so ein junges Mädchen, psychisch krank, glaube ich, auf dem Boden liegen gesehen habe. Und die Frage ist, ich bin des Lebens müde, Suizid, ich habe Angst, ich habe Furcht. Und dachte, boah, das geht einfach unter. Ja, die andere Seite. Oder wenn du Menschen begleitest, die gar nichts mit Corona zu tun, aber die andere schwierige Krankheiten haben, Not haben in ihrem Leben, die sich völlig zurückgesetzt fühlen und verlassen fühlen. Ja, und die darauf warten, dass du eigentlich kommst und dass du ihnen hilfst. Ja, und wir dürfen den Heiligen Geist wirklich bitten, Heiliger Geist, ich brauche diese Leidenschaft, ich will diese Leidenschaft haben. Ich will jemand hat was gesagt, ich fand das ganz gut, die Gemeinde hat sich verändert. Ja, die sitzt da und auf dem Sofa und sagt, füttere mich. Füttere mich, und wenn du mich nicht richtig fütterst, dann gehe ich dahin, wo ich gefüttert habe. Aber sie haben vergessen, anderen zu füttern. Menschen, ja, geistlich jetzt gesprochen, Menschen, die es nötig haben, dass wir hingehen, dass wir sie ermutigen, dass wir sie stärken. Genau der letzte Vers, ihnen sagt, hab Hoffnung, ja, dein Herz verzage nicht, sei mutig, ja, ich ermutige oft Leute, wenn sie Angst haben, Schritte zu machen, sag, sei doch mutig, ja, ist doch egal, was andere Leute sagen, es geht doch um dich, ja, sei mutig, sei stark, hoff auf den Herrn. Wir brauchen die Hilfe des Herrn. Oft glauben wir, wie gesagt, dass wir alles allein schaffen und alles im Griff haben. So, mein Wille ist mein Befehl. Kennst du das so? Mein Wille ist mein Befehl. Ja, ja. Ich kann alles gutheißen. Ich kann alles, was Jesus sagt, gutheißen. Jedes Gebot gutheißen, ja, die erkennt ja diese liebe Gott von ganzem Herzen, ganz Seele, ganze Kraft und mit Verstand und den Nächsten wie dich selbst, und du sagst, ja, das ist super. Ja, die Frage ist, was ist hinter dem, was du super findest? Was lebst du und wie lebst du es? David wusste, ich brauche die Hilfe des Herrn, um so eine Entscheidung zu treffen, um sowas rauszugeben. Ich brauche die Hilfe, wir hatten es letzten Sonntag sehr stark, des Heiligen Geistes. Mein Befehl, mein Wille ist nicht immer mein Befehl. Ihr wisst ja, es gibt das Wollen. Oh ja, ich will schreiben. Ja. Und dann, ich habe es heute Morgen gerade eben erklärt, ne, ich muss sofort eigentlich antworten. Wenn ich nicht antworte, vergesse ich die Sache. Also ich will antworten, aber ich muss auch einen Weg finden, um zu antworten. Und jemand hat mal was Gutes gesagt, und das hat mein Denken auch verändert. Das war nämlich nicht immer meine Stärke. Ich habe so auch Dinge schleifen lassen, hat gesagt, der Heilige Geist ist auch der Erledigungsgeist. Hallo. Der Heilige Geist ist auch der Erledigungsgeist. Und das hat sich so in mein Herzen reingebrannt, so stark, dass ich sage, okay, was du erledigen kannst, das machst du nicht morgen, das machst du heute. Ja, es gibt ja so dieses südländische Manjana, Manjana, ja, morgen, ja, morgen, nur nicht heute, sagen alle. Okay, ihr wisst schon. Leute, genau, heute. Ja, ich will das tun. Ja. Wenn wir ein Ziel in unserem Leben gesetzt haben, wenn wir einen tiefsten Herzenwunsch haben, dann passiert etwas mit unserem Denken, mit unserem Sprechen und mit unserem Handeln. David hat diesen Wunsch geäußert und hat den Herrn darum gebeten, und dann hat er etwas gemacht, und das ist das Entscheidende, sein Blickwinkel hat sich verändert. Die Bibel sagt, wenn im Sprüche ein Volk oder eine Gemeinde oder eine Familie oder Menschen, die keine Vision haben, keine Offenbarung haben, die verwildern. Habt ihr schon mal gehört? Die verwildern. Die haben gar keinen Blickwinkel. Soll ich das tun? Soll ich das tun? Soll ich dahin gehen? Soll ich dahin gehen? Was soll ich eigentlich machen? Aber in dem Moment, wenn ich so ein Ziel treffe, Vision habe und so ein Herzensanliegen wie der König David, dann fängt sich an, dein Blickwinkel zu verändern. Du fokussierst dich darauf.
Ich gebe euch mal einen guten Tipp. Mache ich uns nicht. Es gibt eine Powerpredigt vom Todd White. Die wurde auch schon verschickt teilweise. Ich empfehle sie euch. Ich empfehle sie euch. Dieser liebe Todd White, ja, der Emma, wo die Leute sagen, der Emma so streichelt, der hat eine riesen, gerade am Anfang des Jahres, ich glaube, einige haben es schon gehört, wirklich von ein Wort und auch gerade zur Gemeinde und für die Gemeinde und für unser Leben einfach bekommen. Ich schätze ihn sehr. Ja. Er ist auch ein Mann, der sehr viel Lüge über ihn verbreitet wurde. Und ich habe mir dann die Dinge nicht mehr angeschaut, die verschickt wurden, über Menschen, wo ich weiß, ihr Leben Gott hingegeben haben, ihre Familie hingegeben haben. Aber zu sagen, hey, wir sind nicht geboren, um gefüttert zu werden. Ja. Wir sind geboren, um Menschen Gutes zu tun. Wir müssen unser Blickwinkel verändern. Ja? Wir erleben ständiger Ablenkung und in ständiger Herausforderung. Ja? Aber David hat seinen Blickwinkel verändert, der ja alles hatte, nochmal der König war, der Kriege geführt hat, Gott sei Dank musst du ja nicht, ja? Aber der Feinde hatte, der Umstände hatte, der unglaublich, ich meine, wir kennen sein Leben, aber er hat gesagt, all diese Dinge, ja, die können mich von dem wegbringen, von dem Blickwinkel, von dem, was ich mir so erbetet habe, was mein Wunsch ist, im Hause des Herrn zu sein. Das Interessante ist, dass ja David gar nicht das Haus des Herrn bauen durfte. Ja, aber er hat alles dafür gesorgt, dass das Haus gebaut werden konnte. Ja, sodass die Leute so viel Geld gegeben haben, dass er das stoppen musste. Er sagt, halt, wir haben genug. Und sein Sohn Salomo hat es dann gemacht. Aber David wusste, es gibt keinen besseren Ort als der Ort, wo Jesus ist. Ich, ganz ehrlich, ich rede jetzt nicht von Risikopatienten oder sowas, aber mich wundert es in dieser Zeit, dass viele Menschen, der Ort, da wo Menschen zusammenkommen, nämlich in der Gegenwart Gottes, ja, auch wenn wir Masken tragen, dass es für viele gar keine mehr eine Option ist. Was? Krass. Nee, dann kommen sie lieber am Rand oder werden Internetbesucher und so weiter und so fort. Und da liegt so viel Gefahren drin. Ja. Aber David hat gesagt, es gibt nur einen Ort, es gibt in meinem Leben nur einen Ort, an dem ich am liebsten bin und an dem ich am liebsten mich aufhalte. Und das ist in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes. Wenn du diesen Psalm liest, dann merkst du, alles, was er nachher sagt, nach diesem Vers 4, ist alles ein Resultat aus der Sicherheit und der Geborgenheit und der Beziehung zu Gott. Warum soll ich Angst haben? Gott ist bei mir. Warum soll ich vor Menschen Angst haben? Gott ist bei mir. Warum soll ich vor meine Feinde Angst haben? Gott ist bei mir. Und woher weiß ich das? Und wann? Wenn ich Beziehung baue. Und wenn ich Beziehung habe. Und dann wusste, der beste Ort für mein Leben, für meine Familie, für meinen Dienst, für meine Regierung, ja, für meine Freundschaften ist der Ort, wo Jesus ist. Hallo. Deshalb die Frage, wo hältst du dich am liebsten auf? Und dann sagt er etwas, und ich glaube, das wurde sogar gebetet vor, glaube von dir, Kalle. Du hast gebetet von der Freundlichkeit des Herrn, glaube ich. Aber es ist interessant, dass dieser Vers sagt, dass Gott freundlich ist. Eine andere Übersetzung heißt Lieblichkeit. Ja. Ich lese mal vor. Ich will dort sein, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen. Also wo halte ich mich denn eigentlich am liebsten auf? Bei welchen Menschen halte ich mich denn am liebsten auch auf? Bestimmt nicht die stinkigsten und bungig sind. Ja, die ständig nur kritisieren. Die keine Ausstrahlung haben. Ja, wenn du sie schon anguckst, dann denkst du, uff. Aber er sagt, ich will die Freundlichkeit des Herrn angucken. Und wir brauchen und wir sollten Menschen sein, die freundlich sind, weil Menschen sich dort gerne aufhalten, wo Freundlichkeit ist, oder? Also ich schon.
Und David wusste, wenn ich mit dem Herrn Kontakt habe, wenn ich mit dir, er ist so freundlich. Er ist so freundlich. Ich kann mit ihm reden. Wenn er mir was sagt, dann geht es nicht darum, mich fertig zu machen, sondern ich weiß, dass alles, was er mir sagt, aus Liebe ist. Nur nebenbei, nur in den Maßen, wie ich jemand liebe, habe ich auch das Recht, etwas zu sagen. Ja, wenn ich einen Menschen nicht liebe, sollte ich ihm gar nichts sagen, weil dann kommt nur Kritik und Verurteilung raus. Aber Menschen, ja, die ich liebe, sind Unterschiede. Also Menschen, die mich lieben, wo ich weiß, sie lieben mich und sie sagen mir was, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, ja, aber ich weiß, dass da hinten dran keine böse Absichten sind. Und David wusste, in der Begegnung mit dem Herrn, der hat keine böse Absichten mit mir. Ja, Freund, ja, in Freundlichkeit ist das Wort Freund ja auch. Ja, und das ist interessant, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, als er 3 Jahre mit ihm gegangen ist, da sagt er, ich nenne euch jetzt Freunde. Er war immer noch der Herr. Er war immer noch ihr Chef. Aber sie waren auch Freunde. Also das geht. Die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Du kannst dich ja heute Morgen mal reflektieren, über was denkst du am meisten nach. Aber David wusste, wenn ich ihn besser kennenlerne, wenn ich mehr weiß, wie er denkt, wenn ich mehr weiß, was er für mich hat, wie er mich sieht, verändert es meine Haltung zu ganz vielen Umständen. Ich will darüber nachdenken. Ja, in Josua, ihr kennt diesen ganz bekannten Vers, in Josua 1, ich würde mal sagen 9, 8 und 9, da heißt es, hey, sinne Tag und Nacht über das Gesetz, ja, das sind die 5 Mose, sinne Tag und Nacht darüber nach. Also ich meine, über was sinnen wir nach, wenn wir nachts dann aufwachen? Über was denke ich denn nach, wenn ich aufstehe? Da haben wir ganz andere Gedanken. Aber der Heilige Geist sagt zu Josua, Josua, wenn du das tust, wenn du mehr darüber nachdenkst, wie Gott ist, wenn du mehr darüber nachdenkst, wie sein Wort ist, wie er denkt, dann wirst du viel mehr Erfolg haben. Hallo. Wollen wir Erfolg? Klar. Ich schon. Wir sollten uns erheben und sagen, Heiliger Geist, dieses Jahr wird nicht vorübergehen, wie das letzte Jahr, sondern ich werde, wie wir es letzte Woche gesprochen haben, Schritte tun. Ich werde eine Entscheidung treffen heute Morgen. Ja? Und ich will die Freundlichkeit der Herrn. Er sagt, es ist ein Ort, der anziehend ist durch seine Freundlichkeit. Ja? Wenn wir zu Gott kommen, dann ist es kein Ort der Angst, kein Ort der Furcht, kein Ort der Pein, sondern David sagt, ein Ort der Freundlichkeit. Hallo. Ein Ort der Freundlichkeit. Saß David die ganze Zeit im Tempel? War David weltfremd geworden? Kümmert ihn seine Umgebung nichts mehr? Ja, dachte, ach komm, ich gehe lieber mal raus von meiner Umgebung. Ja, dann sehe ich nicht die Umstände, dann sehe ich das ganze Elend nicht. Wir müssen das schon transformieren oder darüber nachdenken, was damit gemeint ist. David stand sein ganzes Leben lang mit beiden Beinen auf der Erde. Und wir kennen seine Geschichte. Aber wenn wir seine Geschichte kennen, ja, und dann fällt uns ja alles ein, was er falsch gemacht hat. Frau, sein Sohn, der gegen ihn gegangen ist, was er für Kriege geführt hat, all diese Dinge, die nicht so gut waren. Aber es heißt ja auch, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, oder? Und dieser Punkt war mit drin. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er den Wunsch hatte. Auch wenn es nicht immer funktioniert hat. Aber er wollte in der Gegenwart Gottes sein. Er wollte aus dieser Beziehung von Gott heraus den Alltag meistern. Jeden Tag. Ja, er stand mit beiden Beinen auf der Erde. Ja, David schrieb diesen Psalm, um seine Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck zu bringen. Sein größter Wunsch war es, in der Gegenwart Gottes zu leben. Jeder einzelne Christ und jetzt hat und lebt mit dem
Tempel des Heiligen Geistes. Dieser Körper, sagt da, Paulus, immer wieder ist der Ort des Tempels, der Tempel des Heiligen Geistes. Deshalb ist es auch gut, wenn wir diesen Tempel auch pflegen, also nicht extrem rechts, extrem links, sondern wirklich auch darauf achten, ja, wie gehen wir mit unserem Körper um. Ja, aber Paulus sagt, hier wohnt er drin. Ja, ich kann mir das ständig bewusst werden, wo ich bin. Gott ist bei mir. Hallo. Er ist bei mir. Er ist in mir. Der heiligste Ort auf dieser Welt ist in meinem Herzen. Hallo. Der heiligste Ort ist in meinem Herzen, weil hier wohnt der Heilige Geist. Und Tempel ist ein Ort der Heiligkeit. Ja. Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, wird uns klar, wir können ständig in seiner Gegenwart leben. Wir können uns das ständig bewusst machen. Und dann kommen die Auswirkungen, von denen er hier spricht. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor was sollte ich Angst haben? Ja, die Menschheit ist voller Angst, voller Furcht, voller Verzweiflung. Aber David sagt, wenn ich in seiner Gegenwart bin, wenn ich mit ihm verbunden bin, wenn ich über ihn mehr nachdenke, wenn ich mehr Zeit mit ihm verbringe, ja, und das weiß man ja, hört man immer wieder, ich will mehr Zeit mit Familie verbringen, mehr Zeit mit Freunden verbringen, aber wir sollten mehr Zeit mit Gott verbringen, mit dem Heiligen Geist. Er stellt es als Oberpriorität, weil er wusste, wenn ich diese Zeit habe und diese Zeit habe, das wird Auswirkungen haben auf meine Familie. Das wird Auswirkungen haben auf meine Arbeit. Das wird Auswirkungen haben auf meine Beziehungen um mich herum. Heiliger Geist, du bist in mir. Und diesen heiligen Ort, ich sage es mal mit dir, möchte ich immer besuchen. Ich möchte immer mit dir in Kontakt sein. Ich möchte stetig mit dir in Kommunikation sein. Ich möchte mir stetig bewusst werden, du bist bei mir. Deine Gegenwart ist da. Ja, wir haben Feinde, oder? Also ich habe Feinde. Ich kann nichts dafür. Aber ich habe sie. Und ich vermute mal viele andere auch. Aber vor wen sollte ich mich fürchten? Sagt dir David. Wir haben Widerstand, oder? Wir haben einen Widerstand, wir kriegen Widerstand. Aber vor wen sollte ich mich fürchten? Es gibt in unserem Leben ruhige Zeiten und es gibt in unserem Leben bewegte Zeiten. Aber darf ich sagen, aber sollten wir uns fürchten? Sollten wir Angst haben? Sollten wir uns zurückziehen? Sollten wir uns verstecken? Nein, er sagt, überhaupt nicht. Herr, ich erbitte es von dir. Das ist mein allergrößter Wunsch, in deiner Gegenwart zu sein. Ich will mir bewusst machen, dass du in mir lebst und dass du in mir bist. Ich will mir bewusst machen, dass wenn jemand mich verändern kann, im Denken und kein mein Charakter, dann bist du es. Der Heilige Geist, nicht die Menschen. Die können dir was sagen, aber Veränderung kommt durch den Heiligen Geist. Wenn jemand deine Gedanken kontrollieren kann, dann ist es der Heilige Geist. Du selber kannst sie oft gar nicht kontrollieren, aber dann ist es der Heilige Geist. Wenn jemand Feuer in deinem Herzen hineinlegen kann, ja, du kannst dir ja einreden, Feuer in mir, Feuer in mir. Aber du kannst auch sagen, Heiliger Geist, du bist in mir das Feuer. Brenne in mir. Brenne. Und ich sage dir, wenn du brennst, dann bist du kein Gottesdienstbesucher. Freunde, das ist alles wunderschön. Aber wir sind nicht in erster Linie berufen, nur um sich füttern zu lassen, sondern wir sind berufen, den Menschen zu dienen, den Menschen diese Botschaft zu geben, den Menschen Hoffnung zu geben, ihnen das zu sagen, was hier David schreibt, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Du bist nicht zu alt und du bist nicht zu jung.
Ja, du bist nicht zu klein, du bist nicht zu groß, auch Körpergröße und Bräuchler und Nichtbräuchler spielt keine Rolle. Fasse Mut. Hoffe auf den Herrn, tu es nochmal. Ja, vielleicht hast du dir im letzten Jahr solche Dinge vorgenommen und es hat nicht funktioniert. Aber David sagt heute Morgen, fasse Mut, mach's nochmal. Mach's nochmal. Ich habe mich entschlossen, Dinge zu tun, vielleicht in denen ich doch hoffnungslos war oder die Hoffnung aufgegeben habe, sie neu zu ergreifen und sagen, ich fasse Mut, ich mach's nochmal. Ich gehe nochmal den Berg hoch. Ja? Ich stelle den Kleinen nochmal auf die Füße. Ja? So stelle ich mich nochmal auf die Füße. Ich erbitte es mir nochmal von dem Herrn. Hilf mir, in deiner Gegenwart zu sein. Hilf mir, zu erkennen, wie wertvoll es ist, in deiner Nähe zu sein. Ja, such mein Angesicht, sagt hier David. Und ich höre diese Worte. Sag es mir nochmal. Ja? Komm vor mein Angesicht. David sagt, sag es mir nochmal. Ja, das ist interessant, wenn du hier, in meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Also die Worte, die der Heilige Geist gesprochen hat. Komm, such mein Angesicht. Komm, such mein Angesicht. Such meine Nähe. Das ist das, worum es Gott bittet. Such meine Nähe. Und wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, den werde ich auftun. Und wer bittet, der wird bekommen. Sucht mich. Such mein Angesicht. Und dann sagt er, Herr, das will ich tun. Du kannst dich ja entscheiden heute Morgen. Was willst du tun? Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Ich will das tun. Und dann, hilf mir dabei, Herr. Hilf mir dabei. Ich weiß, wie schwierig es ist, aber hilf mir, ich will das tun. Ich will es machen. Und ich kann euch sagen, ich glaube, viele Dinge werden wahrscheinlich einfacher sein. Ja, wo du dir den Kopf zerbrichst, ja, weißt du genau, was Gott denkt. Wo du dir Sorgen machst, weißt du genau, wie Gott denkt. Wo Angst kommen will, weißt du genau, ich brauche mir keine Angst, ich brauche mich nicht zu fürchten. Er ist bei mir, er ist mit mir. Er verlässt mich nicht. Und wenn er schon sagt, wenn Väter mich verlassen, mein Vater mich verlassen, meine Mutter mich verlassen, kannst du es ja weitermachen, wenn Freunde dich verlassen, andere Menschen dich verlassen. Gott verlässt dich nie. Hallo. Das kannst du heute Morgen mal in deinem Herzen sagen. Gott verlässt mich nie. Wenn Menschen sich von dir zurückziehen, Gott fordert dich herauf, such mich. Such mich. Such mein Angesicht. Wenn Menschen von dir distanziert sind, ja, das, all die Dinge beschreibt er nämlich da drin, sagt er, aber Gott sagt, such mein Angesicht, such mich. Du wirst mich finden. Ich werde mich nicht von dir distanzieren. Ich werde mich nicht von dir... Ist es nicht großartig? Wegwenden. Er weiß, wer wir sind. Ja, wir haben da vor kurzem gesprochen. Er weiß, er hat sich schon überlegt, wenn er sagt, ihr seid meine Söhne und meine Töchter. Und jeder, der Söhne und Töchter hat, der weiß, dass er nicht alles richtig macht. Er weiß es. Er hat keinen Stress damit. Nur wir haben oftmals Stress damit und denken, ja, was denkt er jetzt und kann ich noch und soll ich noch? Ja, du sollst noch und du kannst noch. Wiederhol diese Worte. Die hier David sagt, ich lese noch einmal und dann beten wir zusammen, wo er sagt, in meinem Herzen wiederhole ich jetzt deine Worte. Das kannst du dir auch sagen, selber sagen, in meinem Herzen wiederhole ich jetzt die Worte Gottes. Komm vor mein Angesicht. Such meine Nähe. Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Eins habe ich vom Herrn erbeten und es ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens, also nicht nur heute, nicht nur morgen, nicht nur wenn ich mich gut fühle, nicht nur wenn Weihnachten ist, nicht nur wenn Neujahr ist oder Ostern oder Pfingsten oder Geburtstag oder Hochzeitstag,
Also alle Tage. Hallo. Alle Tage. Alle Tage. Von morgens, wenn ich aufstehe, will ich mir das bewusst machen. Gott ist bei mir. Hilf mir, Gott. Wenn ich morgens aufstehe, kann ich in mein Herz hinhalten und sagen, ja, Gott, du kennst mein Herz. Ich habe neulich eine lange, mache ich sonst nie, ich schreibe nicht gerne Schwierigkeiten an, nicht schriftlich, weil der andere das ganz anders oft auslegt, wie ich selber das empfinde und denke. Aber ich habe das neulich gemacht. Dann habe ich irgendwann zurückgeschrieben, vergib mir einfach für das, was ich geschrieben habe. Und er so, hey, wieso, was hast du mir eigentlich geschrieben, was soll ich dir eigentlich vergeben? Habe ich, ey, das ist nur vorbeugend. Nur vorbeugend. Falls da was gibt. Weil ich nicht will, dass Beziehungen durch irgendwann Quatsch belastet werden. Verstehe? Gott kennt dein Herz. Ich kann doch zu ihm sagen, leite meine Gedanken. Du weißt, wo sie immer abdriften. Aber dafür ist es morgens, wenn ich aufwache schon. Sag da, will ich das schon tun? Du weißt es, du weißt mein Herz. Und er liebt es, wenn wir authentisch zu ihm kommen und sagen, Gott, du kennst mich, du weißt alles. Aber ich will diesen Tag nicht ohne dich verbringen. Verstehe? Das kann man sich bewusst machen. Ich will diesen Tag heute nicht ohne Gott verbringen. Ja, ich hake nicht ab, wenn ich 2 Stunden im Gottesdienst oder eineinhalb bin, sondern es ist, wenn ich diesen Raum verlasse, wenn ich vor Menschen stehe, wenn ich in meine Arbeit gehe, in meine Familie, wo auch immer. Gott ist bei dir. Amen.